Willkommen an der Militärakademie Wiener Neustadt. Mein Name ist Oberst Markus Reisner, ich bin der Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung und heute wollen wir uns in einem neuen Video mit dem Einsatz von Drohnen im Ukraine-Konflikt befassen. Tatsächlich, im Rahmen des Konfliktverlaufes sind unsere Betrachtungen sehr zum Teil auf den Einsatz der Landstreitkräfte konzentriert, also Panzer, aber auch ballistische Raketen. Interessant ist aber, dass gerade Drohnen im Konflikt eine sehr große Rolle spielen und das wollen wir uns heute im Detail ansehen. Zuerst wollen wir uns ansehen, wie man diese Drohnen einteilen kann. Es gibt da drei Klassen von Drohnen. Es gibt kleinere Drohnen, wie diese handelsüblichen chinesischen DJI-Drohnen, bis zu großen militärischen Drohnen, die die Größe eines Verkehrsflugzeuges haben. Drohnen kann man einteilen nach Gewicht, nach Leistungsfähigkeit, auch in der Distanz, auch nach Größe, beziehungsweise auch, ob es ein Flächenmodell ist oder mit zum Beispiel wie dieser Helikopter mit der Rotoren ausgestattet ist. Hier habe ich das noch einmal im Detail dargestellt, also Klasse 1 unter 150 Kilogramm, das kann man nochmal unterteilen in Mikro, Mini oder Small oder auch taktische Drohnen der Klasse 2, also 150 Kilogramm aufwärts mit natürlich entsprechender Reichweite von bis zu 200 Kilometern. Darüber hinaus gibt es natürlich die Klasse 3, also Drohnen über 600 Kilogramm, wie zum Beispiel das System MALE, also Medium Altitude Long Endurance, vergleichbar mit den bekannten Predator oder Reaper Drohnen der amerikanischen Streitkräfte oder auch hier als Beispiel diese Global Hawk Drohne, die quasi die Größe des Verkehrsflugzeuges hat und von USA und NATO eingesetzt werden. Gerade diese Drohne hat eine hohe Bedeutung, denn wenn wir uns ansehen, dass also laufende Aufklärungsflüge stattfinden von bemannten und unbemannten Flugfahrzeugen entlang der Grenzen der Ukraine, so sehen wir zum Beispiel hier den Einsatz von AQ-4-Drohnen im Schwarzen Meer zur Aufklärung quasi der russischen Streitkräfte im Süden der Ukraine. Was auch noch bedeutungsvoll ist, ist der Zusammenhang zwischen der Größe der Drohne und der Leistungsfähigkeit. Je kleiner die Drohne, desto billiger und desto geringer der technische Aufwand und je größer die Drohne natürlich, desto größer der Aufwand und auch die Möglichkeiten. Hier ist auch dann der Unterschied von der reinen Aufklärungsdrohne zu einer bewaffneten Drohne zu sehen. Hier im Bereich der kleineren Drohnen, das kann also auch nicht nur ein handelsübliches Modell sein, sondern das kann zum Beispiel auch über Crowdfunding für die Streitkräfte zur Verfügung gestellt werden, so wie wir es sehen in der Ukraine, wo zum Teil den Streitkräften durch Sammeln von Geld Drohnen beschafft werden, die dann quasi von ihnen eingesetzt werden. Und auf der anderen Seite natürlich militärische Drohnen von einer entsprechenden Größe, die dann auch bewaffnet werden kann, die aber natürlich dann von staatlichen Akteuren zum Beispiel im Rahmen von zusätzlichen Lieferungen in das Land kommen. Sehen wir uns zuerst die russischen Modelle an. Die russische Seite hat eine ganze Reihe von Drohnen, vor allem der Klasse 1 und Klasse 2, also kleinere Drohnen, die sie einsetzt, aber auch taktische Drohnen, wie zum Beispiel das Modell Vorpost oder Orlan 10, das wir hier sehen können. Zusätzlich setzen sie auch größere Drohnen ein vom Typ Klasse 3, also vergleichbar der amerikanischen Predator. Das ist das russische Modell Orion. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht nur aufklären kann, sondern es kann also auch eine entsprechende Bewaffnung mitnehmen, um die dann zielgerichtet zum Einsatz zu bringen. Zusätzlich gibt es auch sogenannte Loitering Ammunition, also quasi Kamikaze-Drohnen, die von russischer Seite eingesetzt werden, wie zum Beispiel dieses Modell KUB BLA, wo wir wissen, dass es zum Beispiel in Kiew schon eingesetzt worden ist. Die russische Seite hat beim Einsatz von Drohnen in den letzten Jahren viel Erfahrung gesammelt, nicht nur in Syrien, sondern vor allem auch in der Ukraine. Hervorzuheben ist das Jahr 2014, wo es dazu gekommen ist, dass russische Drohnen, zum Beispiel vom Typ Vorpost, die ukrainischen Streitkräfte aufgeklärt haben in Grenznähe und dann gezielt durch den Einsatz von Artillerie und Mehrfachraketenwerfern, zum Beispiel vom Typ BM-30, bekämpft haben. Interessant war auch der Einsatz von der Orlan 10, alles Teil eines Komplexes der elektronischen Kampfführung, wo also gezielt mit dieser Drohne Nachrichten versendet worden sind. Als Beispiel, das hier anzusprechen ist, ist der Einsatz von Drohnenaufklärungen in Kombination mit Artilleriefeuer im Juli 2014, wo eine ukrainische Brigade im freien Gelände durch den massiven Einsatz von Artillerie- und Mehrfachraketenwerfern zerschlagen worden ist im Raum Zeleniopilla mit sehr schweren Verlusten. Das hat natürlich dazu geführt, dass die ukrainische Seite begonnen hat, aus diesen Erfahrungen zu lernen und die in den letzten Jahren bis zum Konflikt umzusetzen. Die ukrainische Seite hat also eine Reihe von Drohnenmodellen der Klasse 1 und Klasse 2 sich beschafft und gerade in den letzten Wochen erleben wir auch viele Spenden oder Anlieferungen von Systemen, wie zum Beispiel dieses System Quantix Recon oder auch das System Vector, das quasi für die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung gestellt worden ist. Zusätzlich zu den bereits beschafften Klasse 1 und Klasse 2 Drohnen hat die ukrainische Seite auch dieses Modell der Türkei, die Bayraktar, beschafft. Die Bayraktar TP2 zeichnet sich dadurch aus,
dass sie klein und kompakt ist und Luft-Boden-Raketen mitführen kann, die sie über eine entsprechende Entfernung einsetzen kann. Raketen der Typen MAM-L, MAM-C oder gar MAM-T. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Bayraktar-Drohnen bereits 2020 das erste Mal eingesetzt worden sind. Hier sehen wir ein Bild, wo die ukrainische Seite damals gezeigt hat, dass sie mit diesen Drohnen in der Lage ist, Radarstationen auf der Krim zu beobachten. Ein Jahr später kam es dann zum ersten Einsatz dieser Drohne, wo eine Artilleriestellung in den Separatistengebieten durch eine Bayraktar beschossen worden sind. Und am Beginn des Konflikts, nach dem 24. Februar, wurde diese Drohne auch laufend eingesetzt, um Ziele auf russischer Seite zu bekämpfen. Interessant ist auch, dass die ukrainische Seite sich Loitering Ammunition beschafft hat, wie zum Beispiel dieses Modell aus Polen, Warmate genannt. Die Idee dieser Drohne ist es, quasi sich selbst in ein Ziel zu stürzen und dort Zerstörung zu verursachen. Der Gefechtskopf lässt es auch zu, quasi hohe Panzerungen zu durchschlagen. Interessant wird die Anlieferung von derartigen Modellen von Seiten der NATO und der USA. Hier haben wir zwei Modelle, die interessant sind. Das System Switchblade 300 oder 600, das quasi sich in Zulieferung befindet, vor allem für den Einsatz im Raum Donbass, wo zurzeit ja der Kampf tobt, beziehungsweise das zweite System Phoenix Ghost, wo man also auch erwarten kann, dass diese Systeme möglicherweise durchaus einen Effekt auf dem Gefechtsfeld erzielen. Sehen wir uns nun zusammengefasst 10 Möglichkeiten ein, wie man Drohnen einsetzen kann. Beginnen mit der ersten Möglichkeit, der klassische Einsatz zur Aufklärung. Hier ein Beispiel einer russischen Drohne, in diesem Fall eingesetzt von einem tschetschenischen Kämpfer in Mariupol. Diese Drohne vom Typ Sala unterstützt die russischen Streitkräfte bei der Eroberung, indem sie ein verbessertes Lagebild den angreifenden Soldaten gibt. Die zweite Möglichkeit ist es, aufgrund der von der Drohne erflogenen Daten gezielt Artillerie einzusetzen. Hier könnte man zum Beispiel einsetzen endphasengesteuerte Artilleriemunition, so wie das von ukrainischer Seite passiert. Das heißt, die Drohne klärt ein Ziel auf und die Artilleriegranate schlägt gesteuert quasi in dieses Ziel ein, unter Umständen auch sogar mit entsprechender Beleuchtung von Seiten der Drohne. An Drohnen können hier eine ganze Reihe von Modellen eingesetzt werden, wie zum Beispiel auch diese handelsüblichen Mavic Pro Systeme. Die nächste Möglichkeit wäre, wie schon bereits erwähnt, die Drohne einzusetzen zur Aufklärung für Artilleriesysteme, die eine Flächenwirkung erzielen, wie zum Beispiel in diesem Fall die russische Vorpostdrohne, die Daten generiert, auf deren Basis dann eine Artilleriebatterie, zum Beispiel diese 2S-19-Geschütze, ein Ziel bekämpfen können. Die vierte Möglichkeit wäre, die Drohne auch zu beladen mit Abwurfkörpern, so wie sie zum Beispiel sehr erfolgreich von ukrainischen Spezialkräften in den ersten Wochen des Konflikts eingesetzt worden sind. Da wurden also Multikopter verwendet, die wurden mit Abwurfmitteln versehen und es war also möglich, mit einer entsprechenden Durchschlagsleistung sogar mechanisierte Ziele zu zerstören. Eine weitere Möglichkeit wäre, keine Drohne zu verwenden, die mit Rotoren ausgestattet ist, sondern eine Flächendrohne, mit auch entsprechender Zuladung, die es möglich macht, auch gezielt Angriffe zu fliegen, wie zum Beispiel dieses ukrainische Modell UkJet 22, von denen wir aufgrund von dokumentierten Abstürzen wissen, dass auch die ukrainische Seite sie einsetzt. Die Ukrainer haben auch selbst noch zusätzlich Loitering Ammunition entwickelt, zum Beispiel diese ST-35, womit wir bei der sechsten Aufgabe wären. Das heißt, die Drohne stürzt sich selbst in das Ziel und zerstört das Ziel quasi beim Einschlag mit der entsprechenden Durchschlagsleistung. Die siebte Möglichkeit des Drohneneinsatzes ist es, Drohnensysteme zu verwenden, um mit den mitgeführten Luft-Boden-Raketen über hohe Distanz Ziele zu bekämpfen. Ein Beispiel ist die genannte Bayraktar-Drohne, die Raketen mitführt, die aus hoher Entfernung zum Einsatz gebracht werden können. Der Vorteil ist, dass diese Drohne dadurch nicht so leicht erkannt werden kann, weil sie sehr klein und kompakt ist und einen geringen Radarquerschnitt hat und der Einschlag der Rakete überraschend erfolgt, wenn man also nicht in der Lage ist, sie entsprechend rechtzeitig zu detektieren. Eine weitere Möglichkeit des Drohneneinsatzes ist es, eine Drohne zu verwenden, um ein bestimmtes Ziel über längere Zeit aufzuklären und dann präzise zuschlagen zu können. Als Beispiel hier diese russische Orion-Drohne, die sich dazu eignet, mit den Luft-Boden-Raketen ein Hochwertziel, ein High-Value-Target anzugreifen. Indizien dafür gab es beim Einsatz vor allem dieser Drohnen im Raum Kiew, wo wir gesehen haben, dass der ukrainische Präsident mehrmals vor sogenannten Blue Screen aufgetreten ist, was ein Indiz dafür ist, dass er nicht ins Freie gegangen ist, weil eine hohe Gefahr bestand, durch diese russischen Drohnen gezielt ausgeschaltet zu werden.
Eine weitere Möglichkeit des Einsatzes ist es, eine Drohne als Plattform zu verwenden. Hier wieder ein russisches Beispiel. Die Drohne Orlan 10 fungiert wie ein fliegender Handymast als Teil des Komplexes für elektronische Kampfführung RB-341. Das heißt, Handys wählen sich erzwungenermaßen in die Drohne ein und die Drohne kann dazu genutzt werden, gezielt entsprechende Nachrichten zu versenden. Die nächste Möglichkeit des Drohneneinsatzes ist der Einsatz im Schwarm. Hier ist es in der Definition so, dass wenn der Schwarm miteinander kommuniziert, wir tatsächlich von einem intelligenten Schwarm sprechen. Wenn jedoch mehrere Drohnen gleichzeitig eingesetzt werden, es dazu kommt, dass vor allem die Masse ein Ziel möglich macht zu erreichen. In der Ukraine können wir möglicherweise erwarten, dass diese Switchblade-Drohnen oder diese Phoenix-Ghost-Drohnen in einer hohen Zahl eingesetzt werden und damit quasi die gegnerischen Abwehrsysteme auf russischer Seite überfordert werden und diese Drohnen dann einen entsprechenden Effekt auf dem Gefechtsfeld erzielen. Der Einsatz von vielen Kamikaze-Drohnen in Schwärmen lässt natürlich die Frage entstehen, ob der Panzer auch in Zukunft noch seine Bedeutung auf dem Gefechtsfeld hat. Tatsächlich ist es so, dass der Panzer die einzige Möglichkeit darstellt, Gelände in Besitz zu nehmen in einer Kombination aus Panzerung, Feuerkraft und Beweglichkeit. Möchte er dies auch in Zukunft erfüllen können, muss er aber geschützt werden gegen diese Bedrohungen. Das bedeutet, dass mechanisierte Verbände entsprechend am Marsch zum Angriffsziel geschützt werden müssen, wie auch in der Vergangenheit. Die Besonderheit besteht darin, dass Kamikaze-Drohnen sehr kleine Radarquerschnitte haben. Das heißt, alle mitfahrenden Systeme der Abwehr müssen in der Lage sein, die Drohnen trotzdem zu erkennen und entsprechend bewirken zu können. Kommen viele Drohnen gleichzeitig zum Einsatz, müssen die Abwehrsysteme so gestaltet sein, dass diese vielen Drohnen entsprechend bekämpft werden können. Dann hat der Panzer auch in Zukunft seine Bedeutung. Als ein Beispiel habe ich hier das Tor-M1-System der russischen Seite genommen, von dem wir auch wissen, dass es sich in der Ukraine Einsatz befindet. Dieses System wurde aufgrund der Erfahrungen der russischen Seite in Syrien nachgerüstet, um gerade gegen kleine Drohnen eingesetzt werden zu können. Zum Schluss möchte ich Ihnen dieses Bild zeigen. Es zeigt eine russische Orlan 10 Drohne, die von ukrainischer Seite erbeutet worden ist und wo in diesem Video kurz dargestellt wird, die Bauteile, die verwendet worden sind von russischer Seite. Im Video erkennt man, dass die Bauteile sehr einfach gestaltet sind und im Wesentlichen aus dem zivilen Bereich stammen und nicht aus dem militärischen Bereich. Hier kann man in die eine oder in die andere Richtung argumentieren. Das eine ist natürlich, dass aufgrund des Umstandes, dass es keine militärischen Bauteile sind, die Qualität möglicherweise nicht diese aufweist, die militärische Bauteile, wie sie in Drohnen verbaut sind, haben. Die andere Seite ist aber, dass diese Drohne zeigt, dass es sehr leicht ist, mit handelsüblichen Produkten, also zum Beispiel einem chinesischen Motor oder auch Bauteilen, die man im Modellflugbereich bekommt, sehr rasch eine sehr leistungsfähige militärische Drohne zu erzeugen. Wenn wir jetzt nun an die Möglichkeit von Sanktionen denken, so erscheint es klar, dass derartige Drohnen sehr schwer mit Sanktionen bekämpft werden können, weil die Bauteile ja überall auf dem Markt beschafft werden können. Damit bin ich am Ende meiner Präsentation. Sollten Sie ein weiteres Interesse haben an der Drohnenkriegsführung und was das bedeutet, vor allem für das Völkerrecht, so empfehle ich Ihnen mein Buch Robotic Wars. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.